Hallo ihr Lieben, während die Produktion der Adventskränze noch in vollem Gange ist, also es kommen doch immer noch Leute aus dem Urlaub und die sagen, ach, sie hätten gern einen schönen Kranz in Rot und wir machen dann doch immer noch ein paar. Habe ich heute ein hochaktuelles Thema, weil es gibt eine Blume, die sich größter Beliebtheit erfreut und das ist natürlich die Amaryllis und deswegen habe ich heute gedacht, ich zeige euch, wie man eine Amaryllis im Topf richtig, richtig schön dekoriert, dass die ganz toll ist, entweder für ein Zuhause als Augenschmaus oder zum Schenken. Und zuvor zeige ich euch nochmal eine ganz tolle Arbeit, die wir beim Kunden gemacht haben. Das ist auch irre, so als kleiner Ausflug und danach geht es dann ins Video zu dieser schönen Amaryllis. Bleibt einfach dran. Ihr Lieben, ich erzähle euch ja immer gern von unseren besonderen Aufträgen und durch das YouTube-Querformat muss ich mich jetzt ziemlich stark zurückbeugen. Wir haben einen Kunden, der hat Säulen, hohe Säulen und der wollte die gerne weihnachtlich gefüllt bekommen. Das heißt, wir haben dann Schotengold angesprüht, haben Ilex genommen, haben hier vergoldete Hagebutten. Ja, und auch dahinter diese Ilex-Beeren, dann natürlich einen wunderschönen gebleichten Strobuszapfen und diese dicken goldenen Kugeln in Glanz, in Matt, um einen wunderschönen abwechslungsreiches Farbspiel zu geben. Und dann auch noch hier, das sind helle Leiterschoten. Und was das unheimlich hübsch macht, das ist die Konifere, die so schön hängt. Ja, und das werde ich euch nachher auch nochmal zeigen, wenn es beim Empfänger ist. Und hier gibt es dann noch die schönen hohen Magnolienzweige mit ihren tollen Knospen. Und einer ist ja keiner. Deswegen, das ist jetzt wirklich auf der Werkbank gefilmt, ja. Deswegen ist dann noch ein zweiter, ja, das ist eigentlich nur ein Eimer, ja. Das ist nicht mal ein Korb, weil der Kunde hat ja seine hohe Säule. Ihr kennt das bestimmt, wenn man so eine hohe Säule hat, dass man die gern bestücken will. Und im Winter ist die dann ein bisschen traurig. Und vor so einem Restaurant ist das ganz toll. Und das sind also hier, das sind solche Kokosschalen. Und ich muss auch mal näher dran gehen. Die Kamera kriegt das gar nicht so, diesen goldenen Schein. Seht ihr den goldenen Schimmer, der da drauf ist? Ja, es wird, und ohne Kamera ist es viel goldener als mit. Ja, es ist irre. Die Kamera kann halt doch nicht alles erfassen. Sie ist halt doch nicht wie das menschliche Auge. Aber ich zeige euch das nochmal beim Empfänger, weil das ist echt eine Mega-Deko. So, ich habe mich mal kurz dazu gesetzt, dass ihr mal seht, was das für eine Dimension hat und wie groß dieses so ein Riesengesteck ist. Weil wenn man das auf der Werkbank sieht, dann denkt man, es wäre so klein, ja. Und auch diese Schoten, weil ich glaube, man muss immer den Mensch in Relation dazu sehen, um diese, ja, und dann, das wirkt nämlich sonst oft so klein. Und das musste ich euch doch mal im Auto zeigen, bevor sie zum Empfänger gefahren werden. Hier kommen wir jetzt also zu unserer schönen Deko, diese tollen Säulen. Da kommt man die Treppe hoch und man kann schon erahnen, im Vergleich zu der Größe vom Bodenkasten, wie schön üppig diese Pflanzsäulen gesteckt sind. Und manch einer von euch hat sicherlich so schöne Pflanzsäulen zu Hause und die stehen dann verwaist da im Winter. Und ich muss es mal so von unten ein bisschen filmen. Und da ist es natürlich wunderschön, mit womöglich noch ein Bäumchen dazwischen und so schöne Äpfel dazu. Da ist es natürlich eine ganz tolle weihnachtliche Deko, indem man die so mit Zweigen aussteckt, wie wir das in dem Fall gemacht haben. Amaryllis im Topf gibt es meistens in den beliebten Farben Rot. Dann gibt es hier nochmal so eine andere Blütenform. Und dann gibt es auch Weiß, Rosa mit weißem Mittel. Und, oder hier so eine ausgefranste, gefüllte Sorte. Aber dann, wenn man noch weiter guckt, ist dann mit den weißen Amaryllis, Denver, die bekannte Sorte, ist dann auch das Angebot von Amaryllis im Topf sozusagen beendet. Und währenddessen gibt es bei Amaryllis im Schnitt viel, viel, viel mehr Sorten. Die zeige ich euch dann gleich mal. Nachdem ich euch die Sorten bei den Topfpflanzen gezeigt habe, nehme ich euch mal mit zu den Schnittblumen Amaryllis. Und da gibt es unglaublich viele Sorten. Die kommen so in diesen Kisten. Hier ist eine der bekanntesten. Es ist die Ferrari.
die nehmen wir unglaublich gern zu Weihnachten. Die Mont Blanc ist auch eine tolle weiße Sorte und Loyalty, dunkelrot. Und jetzt kommt eine wahnsinnige Vielfalt, Darling, mit ihren roséfarbenen Blüten. Dann gibt es die aprikotfarbene Ausfärbung. Das ist auch jetzt nochmal ein kräftiges Rot. In Pink Hercules, die haben riesige Blüten. Und das ist nochmal eine orangene Blüte, die muss ich mal hier oben noch zeigen. Hat auch sehr, sehr schöne Köpfe. Also die kommen immer liegend, so knospig. Und dann gibt es natürlich unglaublich viele weiße Sorten, auch Sorten, bei denen die Maestro ist sehr, sehr schön, nämlich sehr gern so gestreift. Ja, also man sieht, das ist eine gefüllte Sorte in Weiß. Also allein mein Großhändler hat 48 Sorten Amaryllis und es ist wirklich ja fast schon schwierig, wenn man nicht Experte ist, diese vielen, vielen Farben auseinanderzuhalten. Das ist wirklich Wahnsinn. Also das sind auch je nach Dicke des Stiels liegen 8 bis 10 Amaryllis in einer Kiste. Bei den großen Amaryllis. Es gibt auch kleine und man sieht, ich gehe jetzt hier erstmal auf die andere Seite von diesem großen Tisch, an dem die Amaryllis sind. Und ich wollte euch einfach diese Vielfalt mit diesen vielen, vielen Sortennamen, das musste ich euch zeigen. Das ist wirklich Wahnsinn. Ja, und dann gibt es natürlich noch neben den richtig großen Blüten, gibt es noch kleinere Amaryllis. Die sind also dann deutlich kleiner im Kopf. Und da musste ich euch, Entschuldigung, nochmal meinen Finger, da musste ich euch dann gleich nochmal in die Kiste filmen, weil die haben jetzt natürlich ein ganz anderes Format. Hier kommen wir zu den kleinen, man sieht auch, wie viele Stiele drin sind. Gibt es auch in Weiß, in Rot, haben deutlich kleinere Blüten, haben deutlich schmälere Stiele und haben auch eine weniger Länge. Und hier sind also nochmal die letzten wunderschönen rosa Sorten. Also man sieht auch allein, wie viel das ist und wie lange ich brauche, um diesen großen Tisch mit diesen vielen, vielen, vielen Sorten rumzulaufen. Und hier ist nochmal der Überblick. Ich kaufe die auch immer kistenweise. Und jetzt gehen wir mal zurück in den Laden und da geht es jetzt auch mal ans Werk für die Arbeit von heute. So, hallo ihr Lieben. Und nachdem wir jetzt die Deko beim Kunden schön gemacht haben, wollte ich euch doch noch mal ein paar neue Sachen im Laden zeigen. Der erste Advent ist vorbei. Es ist jetzt hier ein bisschen ruhiger. Wir haben noch einen Adventskranz mit 4 Kerzen. Ich bin total froh. Ich freue mich. Alle sind glücklich. Und wir kümmern uns jetzt eher um so Sachen, die man mal mitbringen kann für Freunde. Ja, und da habe ich auch Post bekommen. Und da habe ich was Wunderschönes erworben, was ich euch unbedingt zeigen wollte. Ich bin heute mal wieder alleine und ich habe einfach gedacht, ich hänge mal die Kamera so hinter meinem ganzen Werkzeug auf, um die realistische Arbeitssituation zu beschreiben. So sieht uns nämlich der Kunde vom Laden. Ja, und ich habe was ganz Tolles bekommen. Ich liebe ja auch, wie die Tannenbäumchen, die wir hatten, habe ich jetzt Elche bekommen. Die sind so sandgestrahlt. Ja, ich halte es mal ein bisschen mehr in die Kamera. Also die sind so in so einem Gold und haben so ein richtig schönes, festes Metall. Ich klopfe mal drauf, ja. Der ist 26 cm groß und der andere, ich glaube, der ist 13, 14 cm groß. Und die zwei, die süßen, die sind auf so einem schönen Holz, ja, so ein festes Holz. Ich habe ja einige Sachen auch, die ich immer wieder an ganz liebe YouTuber verschicke. Nämlich zum Beispiel die Birgit oder ja, gibt es viele, die so bestellen und sagen, ach, das hätte ich gern von der Margit, weil es das bei mir im Blumenladen nicht gibt. Bei Interesse bitte eine E-Mail an youtube@flowerstyle.de. Bitte nicht anrufen, weil wir einfach sonst, ja, wir haben Kunden im Laden und so und ich beantworte jede E-Mail ganz schnell. Das können viele von euch bestimmt bestätigen. Und ich habe auch nur, ich habe nur 4 große und 8 kleine Elche. Deswegen, also die würde ich auch versenden, aber ich denke, da muss man wahrscheinlich fix sein, sonst sind sie weg. Die sind echt schön. Und ich weiß nicht, ihr fragt ja auch nach den Preisen. Der große ist 22,50 und der kleine ist 12,50 plus das Porto dann. Aber wie gesagt, gerne per Mail. Ja, und dann geht es heute eigentlich um eine wunderschöne Blüte. Das ist nämlich eine der Königin der Blumen. Das ist die Amaryllis. Hier ist jetzt eine, die schon ein bisschen angeblüht ist. Und die gibt es natürlich auch im Schnitt.
Und da kann ich auch ein andermal noch viele Tipps und Tricks zeigen mit Amaryllis, ja, mit wie man die bindet. Ich denke, das ist auch ein tolles Thema für den rundgebundenen Strauß und auch mal für den langgebundenen Strauß und was man dabei beachten muss. Dann gibt es natürlich Amaryllis auch im Topf. Ja, die haben wir jetzt zum Beispiel so schön in dem Korb arrangiert. Da haben wir die Amaryllistöpfe so reingestellt, haben einfach ein paar Tannenzweige rein, Zapfen dazu. Und Amaryllis im Topf ist heute tatsächlich mein Thema, weil ich wollte eine Amaryllis im Topf schön ausdekorieren. Und ich meine, die ist ja so schon, die Blüte und so ist ja schon toll. Aber mit dem Topf, wenn ich das gern schenken möchte, dann hätte ich eigentlich gern was Besonderes. Und das ist mir jetzt eigentlich noch zu wenig. Und es gibt eine Alternative, entweder die Amaryllis im Topf, die man dann so mit Filz umwickelt. Die zeige ich euch mal. Ja, da habe ich auch mal ein Video dazu gemacht. Da mache ich euch noch mal den Videolink oben rein. Das ist jetzt mit Filz umwickelt und da ist die so schön dekoriert. Ja, ist Querformat von YouTube. Es schwert immer, so hohe Arbeiten zu zeigen. Und da haben wir jetzt auch hier so ein Kokossternchen vorne drauf gemacht, Zapfenkugel. Und das sind Kornuszweige in grün, weil die Amaryllis, die da drin ist, die wird weiß blühen. Ja, das ist die eine Variante. Natürlich auch sehr schön, aber es gibt noch eine andere tolle Variante. Übrigens, ach, das wollte ich euch auch nicht verschweigen. Das sind jetzt auch so schöne Türkränze mit so einem, auch mit einem großen Kokosstern mit Flechtenzweigen. Türkränze haben wir auch schon einige verschickt. Es gibt auch YouTuber, die haben in unserem Video von der Adventsausstellung gesagt, mir einen Screenprint ja, geschickt und haben gesagt, das hätte ich gern. Und dann habe ich die Sachen in eine Kiste gepackt und habe die verschickt. Also es ist toll mit euch. Es macht einfach super, super Spaß. Ja, und hier haben wir jetzt diese schöne Amaryllis im Topf. Und das Problem ist immer, da ist dann so viel Erde von den Gärtnern drin, dass ich erstmal hergehe und bei der Amaryllis, also zum einen mache ich jetzt mal das Schild raus, weil die wird rot blühen, ja, das ist die Sorte Red Lion heißt die, ja, gibt es auch eine sehr schöne, die heißt Loyalty, eine dunkelrote, aber das ist jetzt wirklich dieses weihnachtliche Rot und ich denke, dass die jetzt auch so, wenn die im Warmen steht, ach, dann braucht die so 2 bis 3 Wochen und dann wird die blühen. Und was ich jetzt mit der mache, ist, ich mache einfach ein bisschen Erde weg, so dass das hier einfach Platz ist, dass wenn die gegossen wird, also man braucht die eh nur wenig gießen, dass man aber Wasser reingießen kann und dass da auch ein bisschen Platz ist für das Wasser und nicht, dass es gleich am Topf wegrinnt, ja, weil das ist ja total doof. Ja, ich habe auch noch hier richtig schöne Materialien zum Dekorieren mitgebracht. Die sind jetzt nur alle auf meinem Tisch. Ja, und was ich mir überlegt habe heute, ich wollte gerne diese Amaryllis, dieses Mal nicht mit Filz, sondern ich wollte die gerne mit Moos einwickeln. Ja. Jetzt ist es natürlich immer so eine Geschichte. Ich brauche auch noch einen schönen Draht. Moment, ich bin sofort zurück. Sorry. So, genau. Also hier habe ich auch noch Draht. Und ich wollte die Amaryllis mit Moos einwickeln. Jetzt ist es immer so eine Geschichte, natürlich das alles festzuhalten und dass es nicht, ja, dass es nicht wegrutscht. Und ich habe einfach gedacht, ich mache mir das Leben leicht. Ich nehme Sprühkleber und sprühe einfach, um das mal ein bisschen zu fixieren, das Ganze, sprühe ich einfach den Topf mit Sprühkleber ein. So, ein bisschen darauf achten, dass man die Finger nicht gerade mit einsprüht und macht das Moos. Ja, mit dem Sprühkleber und macht das Moos dann an den Topf dran. So, dann nehme ich natürlich noch die andere Seite und sprühe auch nochmal und habe dadurch auch einen ganz tollen Halt von dem Moos und kann natürlich auch ein paar Moosstückchen verwenden. Ja, das müssen jetzt immer nicht immer diese ganz großen Lappen sein, sondern ich kann natürlich auch schön mal das Moos ein bisschen teilen. Ja, kann auch nochmal hier so ein Stückchen drüber machen. Und habe dann eigentlich schon mal einen Halt und eine Festigkeit von dem Ganzen und gehe natürlich danach noch mit dem Draht drumherum. Aber das fixiert schon mal ganz toll und ich mache mir einfach das Leben ein bisschen leichter. Das ist wie bei manchen anderen Arbeiten, das doppelseitige Klebeband, das erleichtert ja auch die Geschichte. Moos ist natürlich ein bisschen gruselig, ja genau, ich schüttel mich schon selber.
Und ich schneide auch unten noch mal ein bisschen was weg. Ja, jetzt haben wir hier die ganzen Moosstücke, die hier nach unten noch nach unten lappen, weil der Topf wird dann natürlich auf ein Tellerchen gestellt, auf irgendeinen schönen Teller. Und hier nehme ich jetzt einfach einen Draht. Ich nehme hier einen Wickeldraht und gehe nochmal, um das Ganze zu fixieren, gehe einfach nochmal hinterher und umwickle das Moos. Je mehr ich wickle, also je engmaschiger ich das Moos umwickle, desto weniger gruselt das natürlich, weil Moos, ja, da fallen immer ein paar Fitzel ab. Das ist normal, das ist Natur. Das gehört einfach dazu. Und deswegen ist das, und auch der grüne Draht, also hier nehme ich jetzt tatsächlich den grünen Wickeldraht, ja. Der grüne Draht, den sieht man auch gar nicht, der verschwindet total in dem Moos drin. So, nochmal ein bisschen oben rumwickeln. Und dann habe ich meinen Topf schon eingepackt. So, gehe her am Schluss und verzwirbel das Ende mit dem Anfang. Super, die Kamera ist genau so, dass man auch meine Arbeit auf dem Tisch sieht. Klasse, das gelingt mir nicht immer. Manchmal muss ich mich auch so bücken. Also ich glaube, das ist jetzt eine Kameraeinstellung, die ich öfters wählen werde. Das gefällt mir sehr, sehr gut. So, und nehme die Enden und bieg sie an den Topf dran. Ja? Und obenrum, der Rand, ich kann so schlecht über den Rand wickeln. Und damit der Rand auch schön zu ist mit Moos, nehme ich jetzt ein bisschen was und klebe es einfach mit Heißkleber auf den Rand drauf. Und damit ist der auch schön kaschiert. Ja, das, da mache ich mir natürlich das Leben jetzt auch ein bisschen leicht. Und das ist leichter, wie wenn ich alles wickle, ja, die restlichen Stücke. Was ich des Weiteren mache, das Moos ist jetzt natürlich richtig schön trocken. Und ein gut getrocknetes Moos ist natürlich schön, ist grün, ja, ist sehr schön grün. Aber es wird jetzt natürlich noch schöner, wenn ich einfach nochmal hergehe und das Ganze, so, Moment, muss ich erstmal in die Finger kriegen und nochmal schön besprühe und dann wird es nochmal so ganz knackig grün, ja. Also, es ist schon nochmal so eine Aufwertung, dass ich nehme den guten Wäschesprüher oder irgend so ein Wassersprüher, ja, habt ihr ja alle zu Hause im Haushalt. Damit wird ja, meine Mama hat immer die Wäsche vom Bügeln damit eingesprüht. So, und jetzt ist das auch, und dann gruselt das natürlich auch nicht mehr so. So, ich muss einmal kurz meine Arbeitsplatte etwas entmoosen. Ja, so, also das ist jetzt schon mal, ich finde, das ist jetzt schon mal viel, viel schöner als das, was wir vorhin hatten. Aber es geht natürlich noch schöner. Passend zu den roten Blüten, die dann kommen, habe ich einen roten Ilex. Ja, und es ist immer schön, wenn man von so einer Deko, wenn man zwei Zweige von so einer Deko hat. Ja, jetzt habe ich hier einen, da ist der Zweig so auf die Seite. Also den schneide ich ab. Ich schneide den Zweig schräg an, ja, das ist ein richtig schräger Anschnitt und kann den dann einfach, nee, der ist mir ein bisschen zu krumm, den schneide ich tatsächlich da, das untere schräge Stück schneide ich nochmal weg, das ist mir zu krumm, weil ich möchte den schon nochmal gerade hier reinkriegen. So, jawohl. Und was schön ist, wenn man so ein Grün oder Zweige steckt, ist, wenn die immer in der Mitte so zusammenlaufen, ja, dass die so einen schönen Mittelpunkt bilden. Und das mache ich jetzt auch. Ja, muss immer so immer ein bisschen arbeiten daran. So, hier habe ich auch noch so einen kleinen Schnippel von den roten Ilex-Beeren. Das sind natürlich die Beeren, die jeder sagt immer, oh, haben Sie auch rote Ilex-Beeren da? Ja, die sind am allerbegehrtesten. Und dann habe ich auch noch richtig schöne Zweige. Die stehen hier etwas wild rum. Aber man muss immer so überlegen, wo teile ich diese Zweige. Und ich nehme die Zweige jetzt auch, um den Ilex ein bisschen gerade zu richten, um dem ein bisschen Stabilität zu geben. So, dann lasse ich die, dann mache ich hier ein paar Zweige rein. Guck auch nochmal, wie mir die am besten gefallen würden. So.
habe dann auch wieder so ein Stück von den Zweigen, was ich dann abteile. Und also was ich eh am Schluss machen möchte, ist, dass ich einfach hier nochmal hier dieses ganze Drahte, ja, also in der Mitte zusammenführe oben und gebe dem auch nochmal ein schönes Grün, indem ich eine, das ist eine Raukiefer, ja, das ist eine sehr schöne Kiefernart, die auch ein bisschen mehr Stabilität hat als die Seidenkiefer, ja, und was ich mache ist, ich weiß nicht, ob ihr es vielleicht merkt, von euch kann man viel besser reingucken als von mir, weil ich bin im Grunde genommen fast hinter dem Grünzeug verschwunden. Und das ist auch pure Absicht, weil ich würde es gern so arbeiten, dass man eine Vorderansicht hat. Und ich würde gerne, so hier habe ich auch einen schönen roten Draht, also jetzt habe ich einen Draht genommen, der, ich muss nur den Anfang finden, so, also ich habe gerade ein bisschen suchen müssen, bis ich den Anfang von meinem Draht gefunden habe. Aber ich habe ihn gefunden und was ich gemacht habe, ist, ich habe die Zweige in der Spitze, habe die ein bisschen zusammenlaufen lassen. Ich halte es auch gleich nochmal hoch, dann sieht man das auch besser. Ich habe die Zweige in der Spitze zusammenlaufen lassen, um der Arbeit einfach einen schönen Abschluss zu geben. So, jetzt sieht man hier, ich habe also auch diese Drähte. Ich weiß nicht, ob man es im Video sieht, habe die Drähte also locker nochmal um die Zweige herumgeführt. Dann fehlt mir jetzt natürlich noch die Deko zu dem Ganzen. Und ich habe jetzt als Deko, ich habe eine matte Kugel und eine glänzende Kugel und ich habe ganz bewusst die Kugeln in zwei Größen gewählt. Ja? Eine größere, eine kleinere, dann ist es eine schöne Abwechslung fürs Auge. Und so, die klebe ich jetzt mit Heißkleber in meiner Arbeit fest. Und die kann ich auch auf dem Moos festkleben, weil das Moos habe ich ja auch fixiert. Ja. Und dann kann man die Zapfen, also entweder kleben. Kleben finde ich jetzt immer die beste Variante. Das ist am einfachsten, hält toll. Ihr könnt die natürlich auch drahten. Ja. Wohl drahten, ich habe mich doch umentschieden, sorry. Drahten ist jetzt, glaube ich, doch besser hier, weil ich merke gerade, ich habe gar nicht so furchtbar viel Platz in meinem Arrangement. Ich nehme den Draht, führe den Draht durch den Zapfen durch, nehme eine Kombizange. Ja, meine Finger sind manchmal nicht so kräftig, dass ich das so nehme, eine Kombizange, drehe das Ganze fest und habe den Draht, den Zapfen so mit Draht festgedreht. Ja, das ist immer ganz gut. Dann braucht man nicht immer so starke Finger. So, und kann den dann natürlich dadurch auch schön anordnen, so wie ich den gern hätte. Mein Draht ist ein bisschen zu lang. Macht nichts, hat eine Drahtschere und schon sitzt da drin. So, und tatsächlich mache ich jetzt einfach noch einen kleineren Zapfen dazu. Aber jetzt ist da drin auch, jetzt ist in meiner Amaryllis auch Full House. Jetzt passt da nichts mehr rein. Und sie ist auch sehr schön dekoriert und hat wirklich so mit der hinten diese Zweige. Das Einzige, was ich auch noch wirklich schön finde, ist, wenn dann farblich passend dazu, dass es so schön knuffig ist, finde ich es immer toll, den Wollfilz. Ja, ich mag total gern den Filz, sei es als Topfband, sei es als Filzdocht. Ja, und das ist jetzt der Filz von der Rolle. Ich muss ihn nur aufkriegen, aber ich nehme einfach ein Messer. Und ich bin immer ein Fan davon, dass er zweimal um den Topf gewickelt ist. Fand ich schöner als einmal. Und ich nehme jetzt einfach mal ein bisschen so. Und dann gehe ich her. So, seht ihr den Topf? Genau, wunderbar. So, dann gehe ich her und setze den Filz an. Gehe einmal um den Topf drumherum und habe jetzt hier vorne... Habe jetzt hier vorne an der Vorderseite mache ich eine schöne Schleife mit meinem Filz. Und total süß finde ich es noch, wenn dann zum Beispiel eine Apfelscheibe oder eine Orangenscheibe. Ich hätte gern irgendwas Helles. Und zwar, ich hole jetzt noch eine Apfelscheibe. So,
So, ich habe jetzt noch eine Apfelscheibe geholt. Das Schöne ist, wenn diese Apfelscheibe diesen rötlichen Rand hat, ich muss es eigentlich gerade nochmal hier so, diesen rötlichen Rand, genau, dann ist es so schön, weil der rötliche Rand ist natürlich perfekt passend dazu, dass wir ja die rote Blüte in der Amaryllis haben. Und das mache ich jetzt auf die Mitte von der Apfelscheibe. Oder nein, Quatsch, Entschuldigung, die Apfelscheibe mache ich in der Mitte von der Schleife. Entschuldigung. Und dann habe ich noch ein kleines Kokossternchen gefunden, das da auch gern rein will. Und das mache ich als i-Tüpfelchen noch auf meine Apfelscheibe drauf. So, ich glaube, mehr geht jetzt eigentlich nicht. Und wenn man diese Amaryllis jetzt so verschenkt und so dekoriert hat, dann ist es jetzt ein echter Knaller. Und dann macht es jetzt ja einen ganz anderen Eindruck als eine Amaryllis, die, das ist jetzt zwar eine weiße, aber ist ja egal. Ja, aber das ist jetzt wirklich mal so die Ansicht, wie meine Amaryllis vorher und nachher aussieht. Was meint ihr dazu? Ist eigentlich gar nicht so schwer und ist doch ein ganz süßes, schickes Geschenk für die weihnachtliche Zeit. Ich freue mich wieder über eure Kommentare und über eure super, super, super lieben Zahlen, wie immer. Und wünsche euch ganz viel Spaß beim Nachmachen und beim Dekorieren. Und Filzwolle bekommt ihr bei Floristik24, da mache ich euch nochmal den Bestelllink rein. Und ihr bekommt auch mit dem Rabattcode Margit, also M groß geschrieben und dann klein, Margit, bekommt ihr bei Floristik24 10% Rabatt auf alle eure Bestellungen. Also auf jeden Fall nutzen. Die haben tolle Sachen, die haben das zu super Preisen und kann ich nur immer empfehlen, bestelle ich selber auch öfters gern. Die haben prima, prima floristische Materialien. Ja, für heute sage ich Tschüss, freue mich, dass ihr dabei wart und alles Liebe von eurem Margit. Tschüss!